Hallöchen Leute, Servus und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Oracle of Ages. Oh ja, ich weiß, auf diesen Satz habt ihr lange, lange warten müssen. Ja, die letzte Folge gab's im Januar 2016, nun haben wir März 2007 und was bleibt mir anderes zu sagen als herzlichen Dank an alle, die jetzt wieder hier dabei sind, die mir und dem Projekt treu geblieben sind, ja, und sich hoffentlich jetzt genauso freuen, wie ich mich freue. Und ach ja, es ist schön. Ich meine, ich freue mich wirklich, wieder hier zu sein. Und es gibt ja auch eine Menge Leute jetzt, bei denen ich mich da theoretisch wirklich bedanken könnte und so weiter für viele liebe Kommentare. Aber ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um einer ganz besonderen Person meinen Dank auszusprechen. Und zwar Madame Mim. Jetzt kommt der Witz, ich kenne sie gar nicht. Ich weiß weder, wie alt sie ist, ob es überhaupt eine sie ist. Ich nehme es einfach mal aufgrund des Namens an, aber ob das eine erwachsene Frau ist, ob das noch ein Mädchen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Madame Mim mir die letzten Monate immer wieder sehr viele schöne Momente bereitet durch sehr liebe Kommentare. Sie hat nämlich angefangen, vor etlichen Monaten schon Oracle of Seasons zu gucken, so weiß ich nicht, so 2 Parts pro Woche ungefähr, und hat dann auch immer so annähernd jeden Part kommentiert, super lieb, super nett, und hat einfach gemerkt, sie ist so voll im Projekt dabei und hat da richtig viel Spaß dran und hat dann auch noch weitergemacht mit Oracle of Ages. Und ja, das hat mich einfach wahnsinnig gefreut, denn wenn ich einfach das Feedback bekomme, dass eben meine Zuschauer da Freude an den Projekten haben, das ist für mich wirklich das Allergrößte. Ihr wisst ja auch, für den Erfolg oder das Geld und so habe ich das ja nie gemacht. Ich meine, 2013 wurde ich verpartnert und was ist passiert? Meine Uploadrate ist sogar noch deutlich weiter gesunken. Also nein, daran lag es nicht, aber das sind diese Momente, solche Kommentare dann, das freut mich total und das hat mir jetzt auch wieder so einen Schub gegeben irgendwo. Und ja, also, liebe Madame Mim, herzlichen Dank für diese vielen, vielen Kommentare und danke auch, weil ich glaube, du hast einen ganz maßgeblichen Anteil daran, dass es jetzt hier auch wieder weitergeht. Und ja, da können ja auch alle anderen mal was ganz Liebes auf ihre Seite schreiben oder so, also ihre YouTube-Seite. Trotzdem natürlich auch Dank an alle anderen, die treu geblieben sind und immer wieder nachgefragt haben. Ihr sollt nicht vergessen sein. So, und jetzt machen wir weiter nach dieser Einleitung. Und ich habe natürlich so ein bisschen überlegt, wie machen wir denn jetzt weiter? Ich meine, wenn wir mal nachgucken, uns fehlt hier zum Beispiel bloß noch dieses eine Herzteil. Dann wäre die Reihe da oben komplett, die beiden Reihen. Und das kriegen wir hin. Das müssen wir hinkriegen in diesem Let's Play. Also, ich weiß auch, oder ich bin mir ziemlich sicher, weil das in den Kommentaren stand, und das war ja auch bei Seasons, und ich glaube, wir haben dieses LP noch keine gekriegt. Also es müsste eigentlich noch ein Herzteil in einer Gasha-Nuss sein. Ist natürlich so ein bisschen Glücksspiel. Näh. Da müssen wir schauen, dass uns das irgendwie gelingt. Und jetzt habe ich mir überlegt, dafür werde ich jetzt mal direkt in die Gegenwart reisen. Wir reisen in die Gegenwart, um da jetzt gleich oben rechts durch diesen Höhleneingang zu gehen. Hier ist nämlich die Heroenhöhle. So, und die wollen wir uns jetzt erstmal machen. Um die wollen wir uns kümmern. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Ich weiß ja von ganz vielen lieben Kommentaren, die ihr schon bekommt, dass ihr mir zuerst gesagt hättet, ja, da soll ich jetzt noch nicht reingehen, weil man sowieso erst alle Dungeons gemacht haben muss. Ja, und wenn wir jetzt mal gucken, wir haben ja alle Teile hier, das ist voll gut. Das ist voll gut, das heißt also, wir waren auch in allen Dungeons drin und genau. Obwohl, warte mal, nö, ich nehme hier die, ich mach das so. Die Fackeln an hier, genau. Das heißt, wir haben zumindest mal die Voraussetzung, das hier zu schaffen. Und ansonsten weiß ich halt schon durch eure Kommentare, dass das wohl extrem schwer und sehr rätsellastig sein soll. Und na gut. Mehr weiß ich nicht, es ist ein Blind Let's Play. Mal gucken, wie lange wir hier festsitzen. So, erstmal Überblick verschaffen. Wir haben eine Tür, die ist verschlossen. Wir haben Vasen, einen Schalter, noch eine Vase, noch einen Schalter. So. Okay, gut. Die Schalter bleiben nicht stehen. Das heißt, da müssen die Vasen drauf. Gut, okay, so.
Also, Überblick haben wir uns verschafft. Ich kann dich aber auch überhaupt nicht bewegen hier. Das ist natürlich doof. So, die Vase in die Richtung zu schieben, würde mich zu einer Sackgasse bringen. Ja, probier es jetzt erstmal von der anderen Seite aus. Könnte natürlich auch sein, dass diese Vase auf den Schalter muss und die andere also so voll überkreuzt. Das wäre hart. Oh, das wäre gemein. Ja gut, also ich kann ich es ja nur so beschieben, weil die andere Richtung ging ja nichts. Nur so würde ich mich jetzt, wenn ich jetzt hier weitermache, dann würde ich es mir hier verbauen. Doof. Aber da geht's. Okay, von der Seite. Gut. Okay, dann kannst du ja so. Okay, ja, manchmal, ne, ausprobieren. Schön. Okay. Das hat geklappt. Wunderbar. Nummer 1. So, jetzt Nummer 2. Ja, für den Fall, dass es nicht doch überkreuzen muss. Okay, so. Wenn ich dich an die Wand schiebe, kriege ich dich nicht mehr zurück. Das ist blöd. Den kann ich nicht bewegen. So kann ich ihn bewegen. Und was habe ich davon? Ja, genau. Dann kann ich den bewegen. Was soll das? Ernsthaft? Aha. Ah, okay, gut. Sehr gut. Okay, alles klar. So, und bevor ich den da jetzt draufsetze, will ich aber eine Sache ausprobieren gerade. Jetzt rätsel ich da an der Vase rum. Und möglicherweise, ich will es einfach nur wissen. Ich will es einfach nur wissen gerade. Warte. Ich hätte es mir voll schenken können. Ha! Guck mal, Vase, wir brauchen dich nicht so. Wir hätten das Rätsel mit der Vase gelöst, aber okay. Okay, ein kleiner Schlüssel. So. Wäre ich da mal eher drauf gekommen, dann wären wir jetzt schon ein paar Sekündchen weiter. Aber hey, egal. Okay, gut. Erster Raum. Ja, der war jetzt noch okay. Der hat mich jetzt noch nicht fertig gemacht. Sagen wir es mal so. Okay. Und hüpf und hüpf. Wow. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich freue mich, ich habe es über den Abgrund geschafft. Löcherkrankheit und so. Hä? Gut. Es geht ja schon wieder gut los. Oh, warte. Ich will die Vase nicht kaputt hauen. Das wäre mir zu riskant, ohne zu wissen, was hier Sache ist. Okay, also, wir haben einen Schalter. Wir haben so ein blaues Ding. Wahrscheinlich muss der Schalter da drauf. Nein, umgekehrt. Das Ding muss auf den Schalter. Und, das wäre ja auch zu schön gewesen. Okay. Das bringt ja gar nichts. So, dann müsste ich jetzt die Vasen wohl doch kaputt machen. Ja, blöd. Hoffentlich bereue ich das nicht. Okay, das geht. Aber das geht schon wieder nicht. Aber das geht. Gut. Okay, gut. Okay. Dann sind wir jetzt hier und. Richtig, das hatten wir ja auch schon mal. Bomben schmeißen. Timing und so. Zu früh. Sauber, zweiter Versuch, damit kann ich leben, das finde ich gut. So, jetzt ist der eine Block da weg. Dann hoffe ich, dass der rote darunter geht. Das wäre schön. Also, das wäre es echt. Nice, sehr gut. Ein kleiner Schlüssel, ja, ach gut. Ja, Mensch, ich glaube, das läuft gerade gar nicht so scheiße, oder? Also. Nee, okay, es waren die ersten beiden Räume. Ich sollte es nicht herbeibeschwören. Ich sollte es nicht herbeibeschwören. Okay. So. Ja, also wir haben eine heile Brücke, eine kaputte Brücke und wir haben einen Schalter. Was macht der Schalter?
Dear Switch, what are you making? Wäre auch zu schön gewesen, wenn er einfach die andere repariert hätte. Ohne die andere dabei zu zerstören. Okay. Gut, ich habe gerade die Bomben. Geht nicht. Wir hatten solche Schalter schon mal mit dem Blasrohr aktiviert. Genau. So, wenn ich jetzt hier so den schrägen Winkel habe. Erster Versuch, Volltreffer. Ja, dann habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Gut. Das heißt, ich sollte nach Möglichkeit die Pegasus-Kerne, um dann auch schnell zu rennen. Aber das ist doch immer noch viel zu kurz. Gut, nur, ja. Der Schalter hätte genau so geswitcht sein müssen, genau. Aber ja, man hat das ja gerade schon gesehen, das reicht nicht. Das heißt, ich muss hier noch weiter weg. Ich muss hier noch weiter weg. Oh, gut, wunderbar, alles klar. Ich dachte mir einfach gerade, man kann mal versuchen, auf die Tür zu schießen, dass das wieder sofort klappt. Wunderbar. Dann let's go. Shit. Das war's immer noch nicht. Okay, Moment, wir können gerade mal, um einen Kern zu sparen. Okay. Also Tür treffen, ne? Gut, ich treffe die Tür ja auch von, weiß ich nicht, von wo denn? So wäre ich ja fast bei der Brücke. Mau. Wie das mit Schreckschießen, Link. Sehr gut. Okay. Das könnte klappen. Woo! Ha! Das flutscht ja gerade heute wie am... Geil ja auch nicht. Wie mit Schmierseife. Hammer! Ja, nice. Gut, gut. Komme ich jetzt hier raus? Da komme ich raus. Okay. Schön, 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 schön. Okay. Okay, 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 okay. Ah, Stachis. Und Raubschleime. Wehe, ihr raubt nicht aus. Nee. Stach dich mal weg, du Stachi. So, das gefällt mir besser. Sehr viel besser. Ihr wart die Dinger, die wir mit der Wirbelklinge aktivieren konnten, ne? Nee, können wir nicht. Wart ihr mit... Jo, Arcanum-Kerne gehen. Aber das ist ja... Ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder so ein Timing-Ding. Okay, dann können wir ja mit dem Blasrohr... Müssen wir jetzt irgendwie, dass der so schräg schießt. Hier so. Genau, jetzt sind das aber bloß drei. Weil der steht ein bisschen weiter weg. Mit dem Schwerthauen hilft nicht. Genau, aber vorhin gingen ja die Kerne aus dem Sack. Das heißt... Nehmen wir auch mal Duftkerne. Nehmen wir auch mal Duftkerne, dann haben wir die gleichen. So, das heißt... Genau, so sind das die... Ja. Man hat es gerade schon gesehen, jetzt muss ich nur den Winkel treffen. Scheiße. Ich glaube, ich habe die Lösung. Jetzt muss ich es nur noch... Bam! Nur noch auch hinbekommen, hingeskillt. So. Mai! Du erhältst einen Gescherkern. Stecke ihn in weiche Erde. Weiche Erde. Sehr schön. So, ja. Tatsächlich. Wir haben ja keine Dungeon-Karte. Das heißt, es geht hier. Irgendwie weiter. Wow. Achso, passt ja nicht sogar.
Warum? Jetzt sind die Gegner wahrscheinlich wieder alle da. Nee, warte mal, doch nicht. Doch nicht, der eine da ist weg. Das ist ja auch gemein. Okay, gut, also wir haben es geschafft, Gegner sind weg. So, was ist hier jetzt Sache? Okay, gut, wir haben die Viecher. Wir haben hier eine auffällige Form. Da sind die Dinger in einer auffälligen Form angeordnet. Okay, das müssen wir wahrscheinlich einfach alles so zurechtschieben. Okay, der eine blaue da nach unten. Und dann... Wow, warte mal. Ha! Und wo versteckt sich der zweite blaue? Okay. Das... ja... ja. Gut, dann, gut, weiß ich jetzt auch nicht. Ich, ja, wir schieben einfach mal und hoffen, dass es auch ohne den blauen geht. Weil, ja. Ja, weil das ist ja doof. Weil this is shit. This is stupid shit. Genau. Gut, vielleicht müsste ja auch anstelle des Blauen dann hier der Rote hin. Na, wäre zu schön gewesen. Okay, gut. Also dann kommt ihr Roten erstmal dahin, wo ihr hin sollt. Und dann geht's nicht. Ja, gut. Das war vorher zu sehen. Okay. Ersatzblock. Mist. Da ist das Loch und da kann ich reinspringen. Den einzigen, den ich dann hier... Bin ich nicht gerade ins Loch? Ah! Jetzt hat mich das Ding schon zweimal reingelegt. Scheißdreck. Oh, ja, ihr freut euch, ne? Ich weiß es. Ich weiß, wie ihr euch schon wieder freut. Oh, ihr habt's vermisst, nicht wahr? Ja. Ja. Ich auch. Ich ja auch. Das gibt's nicht, echt. Das gibt's nicht. Das kann doch echt nicht wahr sein. So, ich weiß auch nicht, was ich hier schon wieder zusammenschiebe. Ziemlich blöden Kram schiebe ich hier zusammen. Das habe ich vorhin besser gemacht. Egal, geht auch so. Gut, also nochmal. Ich wollte jetzt da gerade versuchen, den blauen da rauszuschieben. Das ist das Einzige, was ich hier drüben machen kann. Wenn ich da reinspringe, ist der Einzige, den ich überhaupt bewegen kann. Alle anderen sind ja blockiert. So. Aber auf der anderen Seite, ja, dann wäre er dann zwar hier rechts, aber er würde dann da links fehlen. Aber gut, ich will es zumindest mal ausprobiert haben. Ich darf nur nicht nochmal ins Loch fallen. Okay, jetzt vorsichtig. Wunderschön. Und jetzt bitte, bitte, bitte. Ja! Danke. Gut. Ein kleiner Schlüssel. Mit dem öffnest du verschlossene Türen und Blöcke in dieser Höhle. Nice. Gut. Hüpp und rein. Schön. Ganz, ganz schön. Okay. Der nächste Raum. Was haben wir denn hier für einen Raum? Der... Warte mal. Den... Ich kann einfach weiter? Den muss ich nicht machen? Aber...
Ich trau dem nicht. Nein. Nachher kriegen wir hier irgendwas, was wir dann, einen Schlüssel zum Beispiel, den wir dann für später brauchen. Nee, cool. Also gut, wir machen das. Wir machen diesen Raum. Lalala, lasst euch nicht verarschen. Vor allem nicht beim, keine Ahnung was. Gut, okay. Ich merke schon. Ich werde albern, weil ich mein Hirn zu sehr beanspruche. Gut, wir haben da einen Schalter. Alles klar. Und wir haben Vasen. So, wenn ich jetzt da... Da komme ich ja anders nicht hin. Das heißt, ich mache die Vase kaputt und kann den Schalter dabei nicht hinschieben. Aber das geht. Schön. Und der Schalter bleibt sogar drin. Das ist ja noch besser. So, Truhe. Gut. Aber Mist. Aber Mist. Gehen wir mal rüber. Das heißt, Genau. Wir können ja mit den Vasen. Genau, wir können ja. Warte mal, das geht ja, ne? Durch die Dinger geht der Tauschhaken doch durch. Ja, dann kann ich, glaube ich, mit den Vasen tauschen. Das heißt, wenn wir die hier hinstellen... Ach ja, Vasen zerbrechen, ja. Mist. Das heißt, nee. Dann war das jetzt gerade schon blöd. Okay. Okay, gut. Das heißt... Moment. Dann machen wir... Wohl, warte mal, genau. Genau. Jetzt habe ich so. Wir schieben die Vase runter und tauschen mit der. So, jetzt steht die Vase in einer guten Position. Denke ich doch, oder? Genau, weil dann, wenn ich jetzt so und so und dann ist der Schalter. Ja, okay, fein. Okay, der Raum war wirklich optional. Und was haben wir jetzt gerade gekriegt? 20 Rubine von 200, die wir hätten haben können. Hätte ich noch mal fett Geld ausgegeben vorher. Na gut. Mann. Egal, wir haben ein Rätsel gelöst. So, können wir auch stolz drauf sein. Ja, finde ich gut. So. Und wir nehmen auf seit 22 Minuten ungefähr. Ja, bevor ich jetzt mein Hirn mit dieser nächsten Folge hier zermartere, hören wir hier doch auf. Ja, das finde ich gut. Hier hören wir auf. Ja. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Oracle of Ages. Bis dann. Ich glaube, ich nehme direkt weiter auf, aber hier erstmal Cut. Und ja, bis dann.